Wir sind hier heute Expo Real 2024. Es gibt viele Themen. Die Leute tauschen sich aus über dies, das, Ananas. Aber jeder fragt sich, wie geht's weiter? Svet, du hast das 360-Grad Immobilien-Sorglos-Paket bei euch in der Firma. Ihr macht alles von Entwicklung bis Betreiben und so weiter. Ihr macht alles. Du hast den kompletten Marktüberblick. Was ist deine Prognose? Wie geht's weiter? Was sind die Probleme, vor denen wir stehen, die gelöst werden müssen? Ja. Genau. Also unser Prinzip ist, wir denken global, agieren regional, aber wir machen 360 Grad. Thema Immobilien komplett. Deswegen kann ich auch alle Probleme überblicken. Und ich konzentriere mich nur auf einen Punkt und dann bohre ich und dann sage ich, okay, das ist die größte Katastrophe. Nein, wir müssen überall, an jedem Draht müssen wir ein bisschen drehen. Ja. Und das müssen wir auch plausibel nach außen machen, was die Komplexität aber nicht für alle Menschen klar ist. Ja. Deswegen haben wir hier Politiker, nachher kommt auch die Bauministerin von Baden-Württemberg. Und zu dir vorbei kommt die? Hier zum Stand. Und dann sagen wir, Leute, das sind die Themen, das sind Probleme, wir wissen, wo die sind, wir wissen, wie wir sie lösen können. Lassen uns einfach darüber sprechen. Zum Beispiel gestern haben wir entschieden, wir sehen uns einmal auf der Messe. Aber die Themen, die wir besprochen haben, sind so wichtig, dass wir uns wahrscheinlich in diese Gruppe, in diese Taskforce-Gruppe alle 3 Monate treffen werden, genau um Lösungen zu sprechen, weil die Politiker oder die Bürgermeister sagen, ja, wie lösen wir das? Oder wir haben das probiert, das war aber eine Katastrophe, wir haben alles richtig gemacht und trotzdem ist alles schief gelaufen. Und wir kennen die andere Seite und wissen, wie es geht. Letztendlich, es geht um eins, wir müssen Ergebnis bringen, weil auf dem Immobilienmarkt läuft gar nichts. Ja. Ja, wir verlieren so viel Player, die Projektentwickler gehen massenweise kaputt und wir haben dieses Jahr die zweite Hälfte die erste Hälfte von 24 haben wir 60% mehr Pleiten Immobilienbranche. Ja. Als 4% Jahr. Weniger Aussteller auf der Messe habe ich auch gesehen. Die Leute sind da, die laufen, aber die laufen alle und suchen was. Und jeder sucht die Lösung. Ja. Und wo ist die Lösung? Die Lösung ist. Hier ist der Platz, glaube ich, ist die Lösung. Ja, das muss bezahlbar, nicht nur bezahlbar sein, sondern wir müssen den Kreis schließen. Ja, und das muss sich dann wieder drehen. Ja. Und das ist nicht der Fall. Da fehlen regelmäßig große Komponenten. Nur wenn die Zinsen runterkommen, bedeutet nicht, dass das gleich weitergeht. Ja. Sondern da muss man auch an den anderen Komponenten arbeiten. Ja. Und genau das wollen wir auch jetzt mit den Kollegen oder mit der Politiker besprechen. Wir haben gestern einen guten Vortrag genau über diesen Themen. Wir haben auch unser größtes Projekt, ist da ausgestellt. Okay. Das ist eine Riesenentwicklung. Das sind hier 40.000 Quadratmeter in Offenburg. Und da, das ist mutig, in der Zeit, wo wir alle nichts machen, haben wir ein Businesspark gebaut. Die Werbefläche überall ist leer. Wir machen einen Immobilienpark voll mit 5.000 Quadratmeter in einer Stadt mit 70.000 Einwohnern. Das ist natürlich genial. Ist das schon fertig gebaut jetzt oder wird das gebaut? Also sagen wir mal, 2 Gebäude haben wir schon gebaut. Wir haben für die Bundespolizei die neue Verwaltung, sind auch 5.000 Quadratmeter, haben wir gebaut. Und die Bundespolizei ist Mieter bei uns, ist eine PPP-Lösung. Ja, die gut funktioniert. Wir waren schnell und preiswert. Und die Bundespolizei hat auch eine Preissicherheit. Die unterschreiben am Anfang einen Vertrag, einen Mietvertrag. Und sie wissen, egal was passiert, sie bezahlen nur diese Miete. Mehr Kosten sind unser Problem. Wir hatten auch mehr Kosten, aber das haben wir tatsächlich auch gelöst. Ja. Und wir haben es auch innerhalb von 16 Monaten gebaut. Habt ihr jetzt gerade das ist eröffnet, das ist erbaut und die Polizei sind seit 3 Monaten schon drin und die kennen so ein Tempo nicht da. Ja, okay. Also dann haben wir wir können nicht nur Ratschläge geben, sondern wir haben bewiesen bei der Politik, es geht auch anders und tatsächlich auch, wir können diese Erfolgsgeschichte können wir auch wiederholen. Weil insgesamt die Bürokratie ist so brutal, dass die Kommunen kaum Ergebnisse bringen können, weil das Ganze insgesamt für die unübersichtlich ist. Und die haben auch nicht das Fachwissen,
um das zu bewältigen. Und wie habt ihr jetzt zum Beispiel in dem konkreten Fall die Finanzierung gestaltet? Weil mit den Projektentwicklern, mit denen wir sprechen, die haben alle Themen von der Bank, halt das Geld zu bekommen für den Bau aktuell. Das stimmt. Der Unterschied ist, dass wir sind eigenkapitalstark. Okay. Ein Projektentwickler, der braucht Geld für das Grundstück und dann macht er ein Projekt und dann braucht er Geld für den Bau. Wir brauchen kein Geld für das Grundstück. Alle Grundstücke kaufen wir selber aus Eigenkapital. Planung machen wir auch aus Eigenkapital. Und dann komme ich schon mit Ergebnis. Ich sage, lieber Bank, hier, ich habe Baugenehmigung, ich habe Mieter, das Grundstück gehört schon uns. Ja. Und wir liefern Ergebnisse und die Bank mit diesen Ergebnissen kann viel, viel einfacher rechnen und sagt, okay, Risiko weniger ist überschaubar. Variablen. Ist überschaubar, weil das Grundstück habt ihr schon gekauft, Bauantrag ist schon da, also überschaubar. Und nochmal auch die Planung bezahlen wir nur einen kleinen Teil, ja, weil den Großteil übernimmt ihr auch als Eigenleistung. Und wenn man rechnet, die Planung insgesamt macht ungefähr 18%. Dann wir vom Projektvolumen. Vom Projektvolumen her. 10% tragen wir. Und Grundstück? Grundstück sind, ja, je nachdem 10-15%, kommt auch für uns. Und dann kommen wir nochmal mit 20-25% Eigenkapital. Und die Bank kennt uns natürlich. Wir haben Erfahrung, wir haben bewiesen, wie wir es machen. Und mit 25% Eigenkapital und schon Fakten, dann arbeitet ihr mit verschiedenen Banken oder? Unterschiedlich. Ja. Und, weil die Banken haben Angst von Klumpenrisiko und wir haben bei einer Bank maximal so 50 Millionen und mehr will die Bank auch nicht. Und dann kommt die nächste Bank. Also wir arbeiten mit mehreren Banken, aber Ziel ist, dass wir auch mit regionalen Banken arbeiten. Macht ihr auch bei so einem großen Projekt dann teilweise in einem Projekt mit verschiedenen Banken oder ist in einem Projekt immer eine Bank? Nee, wir haben auch mit zwei Banken gearbeitet, aber die gehören zum selben Konzern. Zum Beispiel das Dachverband übernimmt einen Teil und die regionale Bank ist federführend, aber übernimmt einen anderen Teil. Ja. Deswegen ist es extrem wichtig, dass ihr halt in so einer angespannten Marktsituation auch weiterbaut, weil im Vorgespräch hast du ja schon gesagt, wenn keiner baut, dann geht auch die Infrastruktur verloren, weil jeder Bauunternehmer, der keine Aufträge hat, orientiert sich um und früher oder später hat halt keiner mehr die Ressourcen, Häuser zu bauen. Und wenn dann ein Entwickler einen Bauträger beauftragen will zum Ausführen und da gibt es keine Leute, die es machen und die Infrastruktur ist weg, dann kommt das nächste Problem. Ist ein Riesenproblem. Das haben wir bei der Corona gesehen. Corona-Krise. Fachkräftemangel. Die Firmen haben wir gerettet. Die haben alle Geld bekommen und Kurzarbeit war bezahlt. Aber nach 2 Jahren waren die Leute weg. Die haben sich umgeguckt, die haben andere Jobs gefunden. Homeoffice. Und das war's. Denselben Fehler darf man nicht in der Baubranche wiederholen. Weil wenn wir jetzt 2 Jahre nichts machen, weil jetzt kommen gar keine Projekte, dann was machen die Leute, die Bauarbeiter? Die gucken sich um, die gehen irgendwo woanders und sagen, geil, ich muss nicht bei minus 10 und bei plus 40 Grad arbeiten. Ja, ich bekomme dasselbe Geld, aber ich habe bessere Verhältnisse und das war's. Und die kriegt man nicht. Aber das sind ausgebildete Leute, das sind Fachleute. Aus der Baubranche. Aus der Baubranche und die bringen auch die Qualität, die wir brauchen. Und wenn wir diesen Fehler machen, wie bei der Gastronomie, dann werden wir kein Fachpersonal haben, werden wir auch zu wenig Personal haben und dann werden wir auch nicht das bauen können, was wir bauen müssen. Ja, ist richtig. Ja. Deswegen müssen wir den Tatsachen ins Auge blicken und die Probleme lösen und weitermachen. Sven, danke dir für die Einblicke in deine Welt und viel Erfolg auf der Messe. Also, dann, wir sehen uns spätestens in Cannes. Ja. Und bis dann, viel Erfolg. Danke dir.